So, Teil 4. Hoffentlich auch bald mal der letzte. So, einfach mal ein paar Rupies hier sammeln. Ich flieg aber bei der grünen Spur hinterher. Kann ja nicht verkehrt sein. Ah, ja. Ich habe eh schon einen vergessen, von daher. Romantisch, wer will das nicht? Auf einem Teppich durch Agrabah fliegen. Über Agrabah. Bei Sternen im Himmel. Oh, also, ich will's nicht. Aber das sieht doch schön, das muss ich sagen. Bin ja sonst nicht der Schmusemusik-Typ. Ehrlich nicht, wirklich nicht. Da muss es mir schon sehr schlecht oder sehr gut gehen, damit ich mir sowas anhöre. Aber sonst ist da echt null Chance bei mir. Warum was? Ich habe noch ein Herz gekriegt. Geil. Okay. Komme ich ja noch fast mit der vollen Herzzahl zum Schluss, nicht wahr? Ich habe auch eine Liege, wo für die roten Rubine sind. Jetzt weiß ich's. Ist das bald mal vorbei? Jetzt hat sie es auch ausgeschmust, nicht wahr? Nein, das Spiel ist noch nicht vorbei. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das wäre der Schluss. Nein, nein, das ist er nicht. Ich denke, welches Lied hat, denke ich immer, die Schöne und das Biest. Aber das stimmt nicht. Wie kann ich das immer verwechseln? Das ist noch ein ganz anderes Lied. Yay, Feuerwerk. Ist das schon Silvester? Yay, nein, aber bald Fußball-WM. Ich freue mich riesig drauf. Bonusspiel beendet. Warum soll ich ihn machen? Na, egal. Dafür kriegst du ein Passwort im Bonusspiel. Das passt doch. Samar Jafar, Jasmin und Aladdin. Haha. Na, drei verpasst. Egal. Aber ein Herz gewonnen. Ist auch schon was wert. Der entführt mich schon wieder. Was? Du bist ja ein toller Freund. Auf mich aufpassen kannst du auch nicht, ey. Es scheint sich alles zum Guten zu wenden, bis die Lampe gestohlen wird und Jafar der neue Herr über den Genie ist. Oh toll, was für eine Scheiße. Er benutzt dessen Macht, um Aladdin an das Ende der Welt zu verbannen. Was? Jack Sparrow? Nein. Klingt ein bisschen so. Das Ende der Welt. Da sieht's kalt aus. Mit Hilfe des fliegenden Teppichs und Abu kann Aladdin wieder nach... Abu ist doch keine Hilfe. Nach Agrabah zurückkehren. Er ist bereit, sich einem Duell mit Jafar zu stellen, um Jasmin aus den Händen des Magiers zu befreien. Und langsam kommen wir wohl auch zum letzten Level. Ja, das ist definitiv das letzte Kapitel hier. Und ich bin heilfroh, dass es bald vorbei ist. Ich treffe dieses Arschloch nicht mal. Allerdings hin kannst du auch nicht. Sag mal! Es geht hier diese fliegenden Typen schon auch nicht los. Ach komm, leg mich mit deinen blöden Machetenschmeißer hier, ey. Hast du keine anderen Hobbys, lass mich zu nerven? Fliegen die da einfach mal drüber? Ja, jetzt aber nicht, ey. Ja, springt ihr runter? Wollt ihr mich auch noch abknallen, oder? Was fällt da für mich ab? Ich werde als Äpfel und Brot. Oh, oh, was soll das denn? Ich weiß, dass du mir Böses willst, ist mir schon klar. Den Scheiß falle ich aber nicht rein. Buh, der war knapp. Nee, ist nicht, mein Freund. Spiel ihn nicht mit, kannst du klicken. So, eins beendet. Ich hoffe, das endet bald. Komm, Jafar, lass dich blicken. Was will der? Jago, was will der hier? Soll mich doch nicht nerven. Komische Papagei. Ich weiß, wie Totköpfe noch nicht, ich krieg einen Anfall. Du dämlicher Vogel, machst nichts als Stress und beschmeißt mich dann auch noch. Okay. Oh. Oh, heiß. Vorsicht, heiß und fettig. Und nein, wir wollen kein Bonusspiel. Oh, scheiße, doch gekriegt. Oh. Lauf, Al. Beweg dich. Yay. Nächste Runde geschafft. Oh nein, das Bonusspiel hat unnötig Zeit weg, ehrlich. Bin ich froh, dass das Spiel nicht so lange dauert. Ja, komm, drück da, mach fertig. Mal ein Pickup reinziehen hier. Der Hunger überkommt mich dann doch, muss ich sagen. Dann warte ich mit dem Essen. Ich will ja gar nicht mit vollem Mund. Ja, let's play.
Komm, komm, bleib stehen. Ja. Nochmal, wie krass das denn. Krasse Scheiße, ehrlich. Hoffentlich auch alle voll. Danke. Perfekt, ehrlich. 4 Level, 8 Herzen. So gut habe ich noch nie abgeschnitten, ehrlich nicht. So gut lief es wirklich noch nie. Ist schon merkwürdig. Hoffentlich ist es auch das letzte hier, ey. Ich habe echt keinen Nerv. Da ich schon so selten spiele, das heißt Let's Play, ich zocke seit heute Blue Dragon für Xbox 360. Das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch, aber es macht unheimlich Spaß, zumindest mir. Kann ich jedem, der eine Xbox hat und Final Fantasy Fan ist, empfehlen, weil es wirklich so einen Touch hat. Aber wenn ich mal Let's Play, dann will ich auch ein bisschen was schaffen. Level, du Pfosten, ey. Boah, ich schon wieder dieses schwule Feuer, was mich auffällt. Das ist wie bei Mickeys, wie heißt das, Mickeys Mystical Quest, keine Ahnung. Das ist auch ein super Nintendo-Spiel. Jetzt irgendwie erinnert mich das daran mit diesem Feuer hier, ich weiß gar nicht wieso. Müsste ich auch mal wieder spielen. Ha, nicht erwischt. Daneben, daneben. Oh! Heiß! Alter Scheiße! Hol mich hier raus! Boah, mein Hähnchen! Wird nochmal frittiert. Ja, auch nicht schlecht. Los, scheiße, Feuer runter. Ich will mein Hähnchen haben. Du bist sowas von geil, Alien, ehrlich. Der heißeste Typ, den ich je gesehen habe. Oh, scheiße. Komm, lauf rüber. Ich habe weder Nerv, noch Lust, noch alles dazu. Ich glaube, Jafar wartet auf uns. Ja. Oh, ob ich das in den 3 Minuten schaffe mit Abspann und allem, das wage ich stark zu bezweifeln. Nee. Da mache ich eine Pause. Dann mache ich einen Break, esse erstmal meinen Pickup und dann geht's weiter. Weil das ist mir zu riskant hier. Okay, dann bis gleich zum letzten Teil von Aladdin.